Wir sind ja heute am Bergsee und das ist ein Wahnsinnssturm. Also, wir wollten eigentlich gestern Abend hier schon lang, da war es dunkel. Jetzt wollten wir es heute Abend machen, aber ist das Wetter wirklich derart beschissen. Also, wenn du es im Rücken hast, geht's ja. Aber, sensationell. Ich mag gar keine Luft. Alter. Ja, klar. Und matschig ist es. Hier muss sie ja nicht unten gehen. Hat Micky, ne? Aber jetzt. Ja, da wird er in einer Tour glitschen. Ich hasse den Wind. Ich hasse den Wind allerdings auch. Selbst wenn es nicht. Also entweder es ist total stürmisch und kalt. Oder. Ja. Oder es ist halt. Dass die Mücken so schlimm sind. Das ist alles voll aufregend. Geh mal zurück. Zu regnen. Wir haben ja heute noch was anderes vor und wenn wir dann klatschnass sind, dann nutzt uns das nicht viel. Also fahren wir jetzt erstmal nach Merlef. Wie war denn das mit Merlef? Solche Windböen, da tust du runter, Paraglein. Schön sieht's trotzdem aus. So teilweise die Sonne, dann wieder diese dunklen Wolken. Und wenn man im Auto sitzt, ist es ja ganz nett. Oh, sie ist doch nur getragen worden. Ich bin zurückgerannt zu meinem Leben. Ach so, okay. Der Wind hat mich etwas lecker gepustet. So. Leicht gebunden. Ich muss schon aufpassen, wenn ich die Arme ausbreite, dass ich nicht kurzfliege. Das passt das Auto gar nicht, ne? Nur einen guten Aufwind. Ja, muss ich mir den Achten kriegen, wenn ich nicht. Dann muss ich mir den Steuer. Das ist die Scheiße. Vorhersagen, wie es bei uns ist. Das ist nicht
schnell sich das dann noch ändert. Ja, die andere hat hundertprozentig funktioniert. Wir haben es jetzt zu Hause auch mal ausprobiert. Ich konnte Ihnen auch sagen, wenn wir jetzt noch 10 Minuten warten, können wir mit dem Hund rausgehen, ne Kelly? Den einfach, es war wirklich haargenau. Wir sind wieder in Mechelen an derselben Stelle eigentlich, wo wir gestern waren, am Bahnhof. Wir wollten eigentlich auf dem großen Parkplatz parken, aber da ist eine Bezahlmaschine kaputt und da mussten die Leute ewig anstehen und das haben wir uns erspart, ne Kelly? Haben wir eben hier unten angehalten und laufen jetzt mal durch die Stadt. Ist auch mal interessant. Den Ägyptern haben wir viel zu verdanken. Das ist cool hier, guck mal, die Schlange. Heute ist Mittwoch, Markttag. Was haben wir denn hier für eine? Eine Kirche. Was haben wir zum Mittag? Baked Beans. Das ist doch nicht schlecht. Ich glaube, ich wollte schon immer mal auf diese Kirche. Wir wollen zumindest schon mal hier. Stimmt. Ist die Kirche offen? Ist die Kirche offen? Das ist toll. Oh, James, da hinten ist eins komplett offen, da kannst du an der Seite reingucken. Muss man nachher mal gucken, wenn wir rausgehen. Darf man hier rein mit Hund?
Ich habe ein Pulloverchen gekauft. Und ich habe den Pullover wirklich gekauft. Oh, es ist da unten drin. Da oben ist eine gruselige Frau. Oh, das ist so schwierig. Guck mal da oben. Siehst du die? Was macht die? Was macht die? Ist das ein Physiotherapie? Ja. So, oh Gott. Nein, die beschwört Geist. Das ist ja creepy. Bist du hässlich. Oh, guck mal. Das ist ja auch der... Ist da nicht ein Schwert? Hier ist es abgesagt. Oh, James, da hinten ist es ganz offen. Da kannst du dich mal Probe liegen. Nee, ist hier? Was ist hier? Das ist wahrscheinlich der Sack noch verkramt drunter. Ja, unter den Dingern sind wahrscheinlich immer Särge. Das ist so unheimlich. Die haben das schon so versenkt eigentlich, dass keiner dran kommen soll. Schade. Hier kannst du schon mal Probe liegen machen. Ja. Ja, da ist ein kleines Grab dran, aber der Grabstein steht ja in die Richtung. Also ich stoße nicht drauf. Ja, den Grabstein nur fertig. Aber die Schieferplatten hole ich mir trotzdem noch. Die sind genau essdingsgerecht. Und wir haben zu Hause solche Filzklebepunkte. Wenn du die drunter klebst, dann liegt das auf Astrein auf. Aber ich habe die Idee. Du musst nicht die ganze Filzplatte drunter kleben. Das sind so große Punkte. Wir haben uns die da schon zur Seite gestellt das letzte Mal. Das ist aber auch. Was hinter uns ist, ein Ach, ja. Das wurde jetzt die ganze Zeit so. Doch, ich bin ja jetzt hier länger vor, aber der hat die großen Alter Schwede. Die Kurve ist wirklich die Krönung.
guckt euch mal die Kurve hier an. Das würde ich mir niemals trauen mit dem Bus. Nie. Obi auch nicht, er fährt jetzt rückwärts wieder hoch. Wenn Dani hat sich auch runtergetraut, aber der hat ja noch kein ins Auto. Jetzt war aber das Labern noch nass. Switch. Das hat eine schöne Wohnhausgröße. Das stimmt. Das ist schön. Heute fliegen sie in einer Tour. Ja, diese, ja, naja, diese komischen Kampfjets. Auch wenn man dann auf der anderen Seite wieder runter muss. Die kleinen gefährlichen Arschlöcher. Das kann ich verstehen. Oh cool! Das ist voll cool! Da müsst ihr euch noch einmal daneben stellen. Hier hat sich einer vor lauter Angst aufgehangen. Oha! Das ist fucking Mama! Das ist ja Mama! Oh, nee. Oh, guck mal, wie er tanzt! Guck da wieder dahin. Der kommt über Tanzbohne. Guckt immer da drüben hin, weil das oben so ein Knoten ist. Das ist total cool. Ich muss hier nochmal pinkeln. Waren das hier nicht diese Steine? Da oben noch einer. Die müssen wir alle finden. Und da hängt einer in dem Gatter drin. Da hängt einer am Baum. Das ist ja voll cool. Und jetzt fängt es an zu regnen, das ist noch cooler. Ja, ne? Die Maske hätte ich gern, die ist total schön. Die sind schön, ja. Das ist ja voll cool, die Teile. Jetzt kommt's, jetzt kommt's gleich nach vorne. Aus welcher Richtung sieht man das? Vielleicht von oben, wenn wir hochgehen. Das kann sein.
Das ist. Ja, den habe ich auch schon. Hallo. Ih, da wackelt sogar richtig. Ich dachte, das Ding ist fest. Oh. Ai, das hat den Kopf jetzt runter gemacht. Habe ich doch. Hast du? Ja. Herrlich. Hi. Hallo. Ist richtig schön. Den Kopf hätte ich. Ja, der ist schön. Der fässt sich auch richtig hochwertig an. Der Kopf. Oh Mann. Ich würde den gerne in die Hand nehmen. Ich höre die Bahn, aber es ist sicherlich die gefahren ist, ne? Vielleicht haben sie ja noch mehr davon. Es regnet nicht mehr, wir können gehen, aber ihr müsst vorsichtig sein, weil die Hunde da sind. Ach so. Ach, die ist auf der Toilette, ja? Ja, da können wir oben warten. Also gut riechen tut das da nicht. Nee, ich würde da nicht fotografieren. Ist das süß. Ist das eine Freundin von dir? Eine Bekannte? Ein Kollege. Der arbeitet hier. Das Ding muss ich da mal ranzoomen. Ich hoffe, ich krieg das rangezoomt. Ich hab hier früher auch mal Garne. Hi, mein Freund. Küsst die Hand, schöne Frau. Wow. Das musst du mir dann mal schicken. Bestimmt in der Nacht, weil die auch überall kleine Lappen aufgestellt haben, um die anzuwollen. Ja, das haben sie richtig schön gemacht. Ja, das haben sie richtig süß gemacht. Vielleicht machen die auch so eine Tour abends zu Halloween, dass sie hier irgendwie so... Na, das. Ich hoffe nur, dass die auch angekettet sind. Das ist vorhin noch ein Sorter fährt jetzt. Geh noch mal schnell runter und mach mal ein paar Fotos. Hä? Wollt ihr hier warten? Und Kelly? Thank you.
Komm, Biri. Alles total cool hier mit diesen Zellen. Look, there's a bat in the middle, hanging up, Ach, da unten hängt ja auch noch eins, das habe ich gar nicht gesehen mit dem abgerissenen Kopf vorhin. Stellen so Kaffee-Guru raus. Hol sie mal rein, sonst beiß ich dich. Die sind so süß. Das war jetzt total niedlich. Hat auch ein Mäntelchen an. Der eine Hund. Siehst du, und der ist allein und macht so einen Krach. Und das sah aus wie Stuffy so ähnlich. So von der Färbung her. Aber Stuffy ist viel lieber. Pass mal auf, da kommt jemand von da. Nur noch ein Stückchen. Ja, ich weiß. Ich glaube nicht, dass das so eine schöne Aussicht ist, Vater. Ich filme übrigens gerade wieder. Oh Mann. Im Frühling ist das immer hier so herrlich grün, ne? Das Moos. Das stimmt, das ist herrlich. Und dann riecht es überall nach Bärlauch. Das ist nicht schön. Was ist es?
Muss nur gucken, wenn ein Hund kommt, ne? Unten, wo Wasser ist, kannst du mal trinken lassen. Hat sich ja tot. Also hier sind eine Schütze. Da unten ist ja eine Stelle, wo man. Hier wäre zum Beispiel auch was gewesen. Achso. Nicht Melli auf dem Weg. Das ist cool. Das ist so geil. Der Jesse, der ist auf seinem Spielplatz, der kleine Junge. Und der ist gerutscht und der spielt. Aber nicht da anfassen, wo die Farbe nass ist. Hier vorne an dem weißen Ding. Die haben unseren schönen Pfad kaputt gemacht. Wir haben unseren schönen Pfad kaputt gemacht. Ich filme dich einmal, wie du runterrutscht. Aha. Aber nee, so toll haben sie ihn gar nicht kaputt gemacht, ne? Da hinten ist doch alles okay. Ja, stimmt. Boah, nicht so schnell. Du überschlägst dich. Cool. Dann aber noch mal beim KCIB ranhalten. Hoffentlich fallen die anderen auch. Ich glaube, der hat zwei oder drei. Und er musste als einziger wieder zurück. Das ist wirklich mies, sowas. Die sind dann mitgegangen, weil sie nicht alleine gehen lassen wollten, aber das ist trotzdem asozial. Das ist wirklich mies, ja. Wieder zurück nach Syrien. Oh, das ist meine Tasche. Weil der im Theater war und der hat sich echt Mühe gegeben. Der hat doch in der Kete Kollwitz einer der besten Abschlüsse gemacht in seiner 10. Klasse. Dann war richtig gut und auch engagiert. Und den haben sie wieder zurückgeschickt.
Du hast dann gleich wieder einen Baum gesetzt. Ist da irgendwas gelaufen? Da läuft was. Ja, das ist gut. Das ist ja unheimlich. Kommt plötzlich. Ja, wo ist denn der aber plötzlich hergekommen? Weil der ist ja nicht vor uns. Das ist ja unheimlich. Oh, Scheiße. Da habe ich jetzt aber Angst. Echt? Der jagt Menschen hauptsächlich. Oh. Aber der ist ja noch. Oder einer hat es so abgelegt. Herrlich. Was? Richtig, Fotzen. Ui, ja, ja. Oh, flog für einen Zauberstab. Ja, das war mein Zauberstab. Das war Jessys Experiamus. Echt? Da hat Staffi doch den alten Mann gebissen. Ach so. Und die wollten mir sagen, wir waren nicht hier. Vor allem, was ist denn mit dem Kleinen, was ist denn lustig? Das kann ich nicht. Ist nicht schlecht. Fahr da? Ja. Vielleicht war früher hier aber eine Treppe, ich weiß es nicht. Geh mal da weg, sonst fällt es da runter. Warte mal, ich mach mal ein Bild.
halt, dass die kirchliche Erfindung totaler Käse ist, totaler Scheiß. Raimund, ich hab das vorhin schon gesagt. Ja, du willst Fotos machen. Ja. Du hast aber nicht gesagt, halt mal auf dem Parkplatz. Ja, wo soll ich denn sonst Fotos machen? Du bist vielleicht. Hier sind wir schon öfter gewesen. Hier sind wir mal gewesen, wo es arschkalt war mit Michael. Da vorne weht die Arbeiterfahne. Seht ihr das? Also das war ja wohl denn doch hier. Die Hunde dürfen hierher, ne? Ja. Aber da ist Hunde durchgestrichen. Also Hunde einmal da und... Ach so, das finde ich gut. Da bin ich wirklich dafür. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir. Anni, wir würden ja sowieso nicht im Hellen nach Hause kommen, selbst wenn wir jetzt gerade aus weiterfahren würden. Würden wir ja nicht. Das kannst du nicht, weil in der Mitte ist ja dieser Strom. Das ist genauso wie dieses andere Ding, wo du fast reingefallen wärst an den Strand. Das ist ein tiefes Wasser da in der Mitte. Ja, aber... Sie haben alle das Bedürfnis, an dieses Bündel zu pissen. Bestimmt hast du doch ewig dauernd, bis die das bereit. Es geht ein kalter Wind.
weht ein kalter Wind. Ich glaube, hier waren wir schon mal bei ekligem Wind oder schon öfter bei ekligem Wind. Jessie spinnt. Oh Gott. Ich kann nicht so schnell rennen. Auch wenn Mickey gerne machen würde, aber ich kann das nicht.